Ah. Here comes the suit. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Hi. Na, Kollege. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things that can pick up a whole container? Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. Nett ist er aber nicht, ne? What do you think they got on it? We just ignore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, 2 o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. Militärzeug, das normalerweise durchgewinkt wird, bleibt eigentlich hier. We need 2 guys on the handler. A couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now. Okay. Ja. We gotta do this. Begib dich zum Fracht. Ja. Ich drück einfach mal F. Okay, jetzt. Ja. Geil. Benutze, um den Frachtlader zu positionieren. We don't get the containers. They're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier when he's neck deep in shit. Trevor! So, die markierten zum Ladebereich. Alles klar, wenn es weiter nichts ist. Those containers. Baby. So, bin ich... Nein, ich bin hier... Ja... So. Noch ein bisschen vor, noch ein bisschen vor. And attach it. Okay, we got it. Let's take her down to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck, I'm high as a kite. Oh man. Alter, das ist so geil. Vor allem beeindruckend, ne? Oh, scheiße. Einfach mal ganz bequem falsch gefahren. Das hätte auch schief gehen können. Tat es aber nicht. Deswegen bin ich froh. So, hier hin, ne? Okay. You happy? Now I'll get the other one for you. Me, anyway. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you're going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot. Oh, shit. Oh, Trevor will mal wieder die verrücktesten Sachen machen. Gut, ich ja, bin aber auch hier recht flott unterwegs. Gibt's hier eigentlich eine Maximalgeschwindigkeit? They're gonna check us. Look it up.
Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellatiate no one to get this job. Deborah's old friends with the... Well, with the... say no more! You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. Alter, jetzt aber noch ein Gewitter. Komm schon. Jetzt ist gut. Muss das Gewitter sein? So. Und runter. Perfekt ausgeführt. If my work here is done, I'm going up the gantry. Begib dich zum Kran. Naja, wenn es weiter nichts ist. Dann würde ich ihn aber ganz gern vorher nochmal abstellen. Den Kran. Und zwar genau so. Auf zum Kran. Kletter den Kranruf, um zum Führerhaus zu gelangen. Okay. Ich laufe und du nicht. Ich laufe und du nicht. Oh Gott, okay. Erstmal hochklettern. Ist ja schon der richtige Kran, oder? Also, das ist zumindest der Kran, der dem gelben Punkt am nächsten ist. Ich glaube, das war der falsche. Ja, das war mal ganz bequem der falsche. Alles klar. Erstmal wieder runter. So. Erstmal wieder runter. Runterrutschen. Zack. Gut, auf zum nächsten Kran. Ist nichts passiert. So. Erstmal hochsprinten. Jetzt. Dann die Leiter nehmen. Hey! There ain't time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Okay. Ich bin nicht befugt. Scheißegal. Führerhaus zu bewegen, W und S und Form die Perspektive zu ändern. That's it. You're in position. You're in position, so drop the spreader down and secure the load. Runterlassen. So. She's there. Lock her on. Na komm. You got Zack. Now pick it up so it'll clear the other containers and move it down to the end. Take us to the other end. Was? Führerhaus bewegen, ja. Further, come on. Okay. Alles klar. Und wo soll ich das Zeug jetzt hinbringen? Ach so, auf den Truck hier. That's the truck. Ease her onto it. Bring the container down over the truck's frame. Das sieht schlecht aus. Nein, das war hoch. So. Container's locked. All that freight. And you said you wasn't qualified. Go back up to the other end and start again. Get back down to the other end. Ja, bin ja schon dabei. Alter, das ist eigentlich mega nice. Hoch, runter, runter, hoch. Bin in der Hinsicht vielleicht gerade ein bisschen leiser, einfach weil es ist spät und ich möchte mich konzentrieren. Zumindest leicht noch. Außerdem ist es irgendwie mega nice und ich genieße es gerade. Ich weiß nicht warum. Aber es ist so eine kleine Abwechslung auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass wir gerade eben noch einen gefoltert haben. Zack. So, und jetzt hoch. Noch ein bisschen höher. Wir machen das Ganze in Speed-Geschwindigkeit. In Maps-Geschwindigkeit!
machen wir das Ganze hier. Und zwar ganz bequem. So. Es müsste eigentlich mittig schon sein. Zumindest müsste. Ja, passt. Union thinks you'll get eye strain if you work any longer. Have a break. Wow. I mean, this is some view, ain't it? I'm gonna take a couple shots for my boy. Ah, da vorne. Okay. Begib dich zum Aussichtspunkt und Fotos. Foto! Mach mit der Kamera. So. Zack. Und fotografiere. Fotografiere eine Wache an Bord des Schiffs. Hier. Grinsen! Und das Heck. Im Totalen. Und an Ron senden. Kontakte. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Fotos gesendet. Fotos erhalten, Chef. Ich grab aus, was. Blablabla. Ist gut. Er macht das Richtige. Und wir gehen hier runter. Wir könnten auch springen, aber dann würden wir sterben. Und das will ich vermeiden. Boah, ich dachte schon, weil ich jetzt gesprintet bin, dann die jetzt schon. Jetzt schießt er übers Ziel hinaus. Schnell, schnell, schnell. Wow. Und unten. Trevor, you want to see that warehouse? Come on. We can use the big rig. Und jetzt können wir auch noch den frisch beladenen Laster einfach. Okay. Die dürfen hier ja anscheinend alles. Die dürfen hier einfach mal bequem alles. Excellent. It's on the other side of Port City. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. The rules applied to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead-end? No. Floyd, it's dead-end. Being a unionized longshoreman's one of the best-paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that. Alter Schwede, der macht den erstmal ganz bequem fertig, Sackgasse. Er ist ein Niemand. Alter. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. Ja. Das war... You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. Ja. Ich muss ihn irgendwie wieder ankoppeln. Ich weiß nur nicht wie. Verdammt. Das war nicht geil. Jetzt weiß ich, warum hier auch nur 10 km/h erlaubt sind. Das kann nicht wahr sein. What?
Die Ladung wurde stehen gelassen. Ich bin doch gerade dabei, sie wieder hinzubringen. Oh Mann, gib mir noch Zeit, verdammt. Dann fahren wir halt nochmal und hören das Ganze uns nochmal an. Diesmal fahren wir aber ein bisschen vorsichtiger, aber nur im Hafengelände. Weil ich meine, wenn wir uns jetzt tatsächlich stur an die Geschwindigkeit halten, dann verricken wir ja total. So. Easy, einfach durchheizen. Ja, Regeln einhalten oder nicht einhalten, das ist hier nicht die Frage. Ich fahre hier einfach durch und leck mich am Arsch. Ich fahre, wie ich will. Miau. Runter. You've got a dead-end job. What? Dead-end? No. Floyd, it's dead-end. It's dead-end. You guys longshoremen's one of the best-paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, guck mal, jetzt sind wir da und schon viel besser. So, jetzt fahren wir hier rein. Hallo. Hey, 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 hey. You can't come through here. It's restricted access. No entiendo. No understando. Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? Alter. Hey, we must have got confused. God don't speak English. Must have misread the manifesto. He said. Alter. Alter. Gleich mal hier. Verlasse das Sperrgebiet. Und ich habe einfach einen Koffer dabei. Alles klar. Da drüben. Da sind Fahrzeuge. Ganz schnell. Nice. Trevor, these photos. You've really stumbled onto something. The ship. Meriwether? Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. Schöner Wagen. Von der Geschwindigkeit her. Serious military technology, most like. Yeah, of course. Manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Alter, jetzt haben wir erstmal hier einen ganz dicken Fang. Hier an der, also einen ganz dicken Fisch an der Angel. So muss man das ja sagen. Noch haben wir ihn nicht gefangen. Noch müssen wir ihn einziehen. Aber das wird nicht leicht. Meriwether ist ja dafür bekannt. Die Typen haben Soldaten bzw. Männer, die schießen können und die auch einiges aushalten. Alter, ich mag den Wagen. Der fährt sich gut. Ich mag den wirklich. So. Hört auf, die ganze Zeit hier einfach so über die Straßen zu gehen, Mann. Dafür gibt's, es geht nicht umsonst Ampeln und Zebrastreifen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier in dem Spiel überhaupt schon mal Zebrastreifen gesehen habe. Aber dafür gibt's Angeln. Angeln. Mhm. Wer kennt sie nicht, die Angelübergänge? Und wegen euch bin ich jetzt falsch abgebogen, verdammt. Ich bin nochmal wieder weg. Ich musste hier nur schnell umdrehen. Oh, wow. Alter, was macht da dieser Dreckspfosten? So, da musste ich sofort wieder rein. Hallo. Oh, shit. Ui. Ja, ne, das, also ich war das ja nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt mal,
Ich war da mal weg. Ich war da mal weg.de. Da habe ich gebucht. Da war ich ganz, ganz weit weg. Wo kann ich Ihnen nicht sagen? Ich war da nur ganz weit weg. Und zwar 3 Stunden. Genau als dieser Autounfall passiert ist. Oder so ähnlich. Eieiei. Wow. Klammer wieder rechts, links. Alles klar. Und easy. Ja, ne. Ich würde den mal so stehen lassen. Ich komme von der Arbeit, Schatz. Ich habe einen neuen Koffer. Ich war in der Zwischenzeit nämlich einfach mal shoppen. Wieso kann ich nicht sprinten? Wie auch immer das Spiel es verlangt, ich werde dann halt einfach mal gehen. Na gut, wie auch immer. Hallihallo. Oh Gott. Name of all things holy. I tried to stop it. Oh Gottes Willen. Just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, it's our Betty, you're just not cut out for honest work, alright? Death voll mit. Yeah, more or less. Yeah, I just gotta figure out a place to plan this now. This'll do. Ah! That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Well, it's a low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now. And there, perfect. Yeah. So, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got 2 of these things, but we only need 1. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. What? That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Alter, Moment, was? Ich hab das jetzt nicht so ganz verstanden. Wait. Also, okay, ich kann mich zwar umsehen, aber das bringt mir quasi nicht viel. Hochsee oder Frachter? Hochsee oder Frachter? Ich hab's nicht wirklich gerallt. Also einmal wollte er irgendwie ein U-Boot und ein Schiff und ich weiß nicht, ich gehe auf den Frachter drauf. Ich glaube, das ist ganz gut. It's gotta be the container, right? Das ist richtig. Ja. Auf jeden Fall. Floyd can help and we'll bring along Michael and his unpaid intern. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right, and you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off.
No! No bag! Nee. Der muss baden, mindestens. Mindestens mit... Oder mit Stahl... Mit Stahldraht, Stahlwolle hier komplett seine Haut aufschrauben. Wah! Oh Gott, das... Boah. Kontrollpunkt habe ich verkackt. Keine Ahnung. Egal. Boah, Alter. Ich muss hier raus. Und ja, damit sage ich erstmal ciao. Moment, er ruft gerade Michael an. Das, boah. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with, Franklin. Okay. Jetzt würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.